Alarm ausgerufen. Einige sind Engel, viele sterblich, andere Dämonen und ich vom Teufel gesegnet. An der Wand das Pentagramm, der Teufel ist da, bevor meine Körper macht sich breit im ewigen Nichts. Wie würdet ihr einschätzen, wie mein Inneres aussieht? Von Hass, Aggressionen und Pessimismus gefügig gemacht. Dunkel und düster, nicht wahr? Der Teufel hat im dunklen Herzen sein Reich, der ein astreines Zimmer. Mit Körperteil von George Floyd, Stalingrad und Adolf Hitler. Jetzt höre ich schon die BLM-Aktivisten, die werden als nächstes hingerichtet. Das Schicksal hat's vollbracht, der Teufel ist endlich wieder da, um die Anzahl der Menschheit stark zu reduzieren. Wir werden endlich alle krepieren. 666, wie wunderbar, dass so viele leiden, schreien und weinen. Denn sie wollen ihr wertloses Leben behalten und können sowieso nichts erreichen. Sicherlich gibt es da Leute, die gerade beten, um eine Flucht zu beheben. Keiner eurer Götter kann das vollbringen. Nur eines kann klappen, die wahre Liebe zu finden. Ein ruhiges Leben zu haben, damit mein Körper doch nicht im Inneren zerbricht. Was bisher unausweichlich ist, passiert, da sterbe ich. Doch der Teufel zieht weiter, nimmt den nächsten menschlichen Wirt ins Visier. Vielleicht ein handwerkliches Genie, wenn das passiert. Seid ihr besonders gefällt, neue Waffenarten erblicken dann das Licht. Die DNA wird dann vernichtet, aber langsam und qualvoll. Zeitgleich sehe ich in der Hölle, da ich meine Seele an Satan verkauft habe. Das Schicksal hat's vollbracht, der Teufel ist endlich wieder da, um die Anzahl der Menschheit stark zu reduzieren. Wir werden endlich alle krepieren. 666, wie wunderbar, dass so viele leiden, schreien und weinen. Denn sie wollen ihr wertloses Leben behalten und können sowieso nichts erreichen.